Jo Mann, neue Alex wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Heute kommt eine nächste Folge der FIFA 18 Trainerkarriere mit Tottenham Hotspur. Jawohl, eine nächste Folge steht an. Pokal im FA Cup, nein. Doch, FA Cup. Dritte Runde gegen FC Reading. Und wir schauen mal auf den Kalender. Wir haben Manchester United gerade geschlagen. Ah, City United, stimmt. Richtige Spiele gehabt, im Pokal. Dann haben wir gegen West Bromwich. Leicester, das werden wir auf 100% spielen. Da hätten wir noch Everton. Da müssen wir schauen. Warte, jetzt haben wir da. Das werden wir sicher mal simulieren. Können wir das auch mal simulieren und dann spielen wir das mal und dann schauen wir mal, wie von der Zeit es aussieht. Wahrscheinlich können wir auch noch das Spiel gegen Everton machen. Isco hat den Vertrag akzeptiert. Isco. Na komm. The reading. Zurückgezogen. Eden Hazard. Ah, verlängert. Schade. Er ist zu Bayern gegangen, ja. Auch nicht dran gewechselt. Eieiei. Und Marcus Rashford. Ja, das wäre auch nicht schlecht.
Und nur 83er. Aber. Reading. Schauen wir mal, welche Mannschaft wir auf den Platz bringen können. Eine, die ich volles Vertrauen habe, sicherlich. Volles Vertrauen, sagen wir es mal so. Ah, diese Mannschaft, die vertraue ich. Dieser Mannschaft vertraue ich. Geht's los im Spiel? Das kann doch nicht sein. Hey, das ist aber peinlich. Eins, eins. Peinlich, peinlich, peinlich. Liga klappt's, aber sonst haben wir es dann noch nicht so hundertprozentig. Gut, ich will kein Gewinner gehen. Vortrag hier. Nicht schlecht.
Wäre jetzt so schön gewesen. Der 180er Innenverteidiger. Auch kein schlechter. Das brauche ich Albion. Und dann ist der Gegner. Oh, da ist vorhanden. Ja gut, denn halt. Muss tiefer als diese 4,8 Millionen sein. Ja gut, denn halt. West Bromwich. Mit etwas, schon etwas stärkeren Mannschaft. Was noch im Pokalspiel? Null verloren, 1:0 verloren, das ist aber oberpeinlich.
alles simulieren. War dann. Wiederholungsspiegel Reading. Mannschaft. Komm jetzt müssen wir eine Runde weiterkommen. Das ist einfach nicht mehr realistisch. Das ist einfach nicht realistisch. Simulation. Ja, komm, jetzt sind wir draußen. Hi, das ist einfach nicht realistisch. Weiterer Spieler für die nächste Saison, die wir natürlich nicht mehr leben, ihr leider nicht mehr leben könnt. Haben nur zwei, sorry, hab ich nicht. Ach, das ist die Stammmannschaft. Au! Scheiße! Ja, dann zu spät. Jetzt hab ich die. Jetzt hab
die falsche Tasche gedrückt. Jetzt bin ich falsch gegangen. Na gut, da haben wir halt diese Mannschaft. Gut, das ist ja die A-Mannschaft, aber. Die auch nur noch umfassen, aber Hurricane ist drin, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Sind das auch da? Gut, das ist ein Tor. Machen die, ja. Schön. Hi, wie du mich kennst. Hallo. Nein, was macht er? Wow, 1:1, Rabiot. Schönes Tor. Oh, der Rabiot. Zack, schön geschossen. Thank you.
Was ey? Du fällst doch besser in einem Angriff. Heieiei. Wie um 10 Sekunden hättest du aber noch laufen können. Ich dachte, es am schnellsten. Oder war am schnellsten. Nein! Eriksen! Da drüben Dose. Wessel. Santos, der den Verein wechseln will im Sommer, wird sich dem FC Everton anschließen, da wird er die Chance bekommen, das mehr zu spielen als hier bei Tottenham. Komm genau im richtigen Moment raus. Kommt jetzt. Egal. Nein, nicht da. Ich hab doch noch. Zählt. Hi. Eckball.
Nein, Junge, lauf der weg. Heieieiei. Dann komm, ich seh dir. Du Mann. Gibt's doch nicht. Also meine Einweisung mit dem Ausgleich. Heieieiei. Man angreifen müssen. Unschieden. Ein Punkt gibt es immerhin. Besser als gar nicht. Das verlieren, ja. Wir waren schon die bessere Mannschaft. Aber nach 90 Minuten, bzw. die letzte Schlussphase, sind wir sogar noch gut bedient mit diesem einen Punkt. Bitte schön. In der Transferphase. Jetzt die Vias Karriere mit Tottenham erleben. Ja, das läuft. Gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Die Vereine machen.
Das ist dann ja gut, das hätte ich mir schon denken können. Ja. Abgelehnt. Wollen wir nicht verkaufen. Bundeswehr United. Mit James. Ja. Na, mal in den James Poker gehen. Und das sowas. Stunde ist vorbei. Stunde ist vorbei. Everton. Ja, das spielen wir noch zum Schluss. Warten wir aber einen Sieg. Mit der Top-Besetzung.
Schön, schönes Tag. Drehen wir ab hier, glaube ich, mit dem Schuss aufs dunkelsten Tor. Oh, na gut, ein halber abgelenkt. So, nun, das ist Tottenham. Genau so spielt Tottenham. Genau so. Bewegt sich auch in der Torschützenliste. Also ein Verteidiger, ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Flügelspieler getroffen. Und nur noch Harry Kane. Okay, holt sich den Ball. Ui, aber Eckfall gibt es. Mit der nächsten Tor. Er trägt sich in den Torschützenliste ein. Harry Kane ist verletzt. Aber ja, mach dich schon mal warm. Momentan nicht so gut aus. Gelb gibt es.
Elfmeter. Everton goal, number 9, Sandro. Waldo. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Sehr herrlich. Was man kann, ich noch einen Assist versuchen. Pause. Substitution for Everton coming off the pitch. It's Everton. Schön. Ah, nehmen wir noch einen Ball. Tottenham. Waldo. Den Ball zu rufen und schafft es auch. Super mutig. Die Show von ihm heute. Noch ein
Rossa, Mann. Goal for Tottenham Hotspur, number 11, Anthony Martial. Solche Leistungen will ich sehen. Wirklich solche Leistungen. Das ist eine sehr gute Leistung. Gar nicht jedes Spiel muss gleich mit 6 zu 1 wir führen. Das ist schon ein wenig. Und dass immer wieder solche Spiele gibt, das sagen wir natürlich nicht nein. Wenn dann nicht dann die Gegner noch Everton heißen, pff, dann ist es dann wirklich also. Martial, was ist mit diesem Mann los? Der Mann ist unglaublich. Kane. Everton goal. Number 8. Ross Barkley. Wieder kommt auch noch. Wembley Stadium. Please give a round of applause for today's man of the match. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Sieben zu zwei. Galaschenung. Ja, Man of the Match. Drei Tore hat heute gemacht. Das war das erste.
der zweite Schuss bei uns ist, war ein Tor. Mal 2, irgendwas, aber da haben wir jetzt mal wieder zweite Schuss war ein Tor. Ist schon mal nicht schlecht. +34, wow, unglaublich. Jawohl, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex. Ciao.